Hallo liebe Hungrige, diese Cheeseburger Fingerfood Variante passt natürlich prima aufs Partybuffet, aber genauso gut in den Picknickkorb und ist insofern sicherlich auch eine gute Idee für den bevorstehenden Vatertag. Ließe sich ja bei einer Kremserfahrt wunderbar nebenbei naschen, doch egal wie, sie schmecken auf jeden Fall lecker und wir brauchen dafür Pizzateig, gern selbst zubereiteter, darf aber auch aus dem Kühlregal sein. Wir brauchen etwas Ketchup und Senf, geriebenen Käse und Hackfleisch, gemischtes oder vom Rind. Wir brauchen eine Zwiebel, zwei Eier, genauer gesagt ein Ei und ein Eigelb, an Gewürzen Pfeffer und Salz, Baconwürfel, etwas Sesam, ein paar Scheiben Gewürzgurke und, optional, etwas eingelegten Paprika oder eingelegte getrocknete Tomaten. Wir beginnen mit Vorbereitungsarbeiten, schälen und würfeln die Zwiebel, und schneiden dann, je nachdem wie wir uns entschieden haben, die Paprikastreifen oder getrocknete Tomaten klein. Zuerst geben wir, am besten in eine beschichtete Pfanne, die Baconwürfel oder Schinkenstreifen und braten diese an, immer mal umrühren dabei, geben dann das Hackfleisch mit in die Pfanne, ebenso die geschnittene Zwiebel und würzen dann kräftig mit Pfeffer und ebenso mit Salz. Und braten dann das Gehackte krümelig an, das heißt also viel umrühren, größere Stücke immer wieder zerkleinern, bis dann alles gebräunt ist. Wir nehmen die Pfanne vom Herd und geben den Inhalt in eine Schüssel. Wir ergänzen nun mit dem Senf, außerdem mit dem Ketchup, geben die, in meinem Fall, kleingeschnittenen Paprikastreifen mit dazu, schlagen ein Ei auf und geben es darüber und vermengen dann alles gründlich miteinander. Als nächstes rollen wir den Pizzateig aus, geben nun portionsweise, also ungefähr der Menge eines Esslöffels entsprechend, vom geriebenen Käse darauf, dann von dem vorbereiteten Gehackten. Ich verwende dafür einen Eisportionierer, das ergibt für meinen Geschmack so die richtige Menge. Und nun wird der Teig ausgestochen. Ich gebe also einfach eine solche Dessertschüssel darüber, ein bisschen drehen und wenn der Teig nicht ganz durch ist, einfach nochmal mit dem Messer ein bisschen nacharbeiten. Und jetzt wird der Teig einfach ringsherum nach oben geklappt, zusammengedrückt, ringsherum alles nochmal so ein bisschen rund formen und damit wäre Nummer 1 vorbereitet. Und hier nochmal, den Teig eben ringsherum Stück für Stück nach oben klappen, zusammendrücken und alles nochmal formen. Nun brauchen wir ein Backblech, belegen dieses mit Backpapier und geben alle vorbereiteten Cheeseburger Bombs darauf, trennen das zweite Ei und verrühren das Eigelb, denn nur dieses brauchen wir ja. Und damit streichen wir dann die Oberseite ringsherum ein, bestreuen diese anschließend mit dem Sesam und verfahren mit allen anderen ebenso. Und dann kommen sie auch schon in den Backofen und zwar für 15 Minuten bei 210 Grad, Umluft 190. Und so sehen sie dann fertig gebacken aus, schön aufgegangen und rund also. Und wenn wir sie aufschneiden, sehen wir, dass der Käse schön zerlaufen ist. Als Garnitur geben wir nur noch zwei Scheibchen Gurke darauf, fixieren diese am besten mit einem kleinen Holzspießchen und dann können wir diese leckeren Teile essen oder aber einem anderen in den Picknickkorb packen. Egal wie, ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls euch allerdings ein richtig großer Cheeseburger-Kuchen lieber ist oder ihr, ja auch zum Vatertag passend, einen Chocolate Guinness Cake backen möchtet, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.